Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Hogwarts Legacy. Wir haben gegen Rockwood gekämpft und haben gesiegt. Wir haben ihn besiegt. Lief gut. Und ja, jetzt werden wir mal gucken, wo wir noch hin müssen. Da können wir uns wieder frei machen, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Wir können auch die Schnellreise nutzen. Wo sind wir denn hier gerade überhaupt? Im Banditenschloss. Okay, und wir haben noch einige Aufträge. Es steht in den Sternen, triff dich im verbotenen Wald mit Poppy. Das machen wir vielleicht mal. Die warten nämlich hier auf uns. In der Nähe von Jackdaws Grab. Lang ist es her, da waren wir mal da. Da warten sie schon auf uns. Das geschah, nachdem du den Mondstein platziert hattest. Ganz recht. Weißt du, warum oder was es bedeutet? Hat es mit den Schnatzern zu tun? Das Wissen einer Person kann weit sein wie die See. Doch seiner Tiefe sind Grenzen gesetzt. Schön, dich wiederzusehen, Doran. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollten? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monaten sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderen erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen, an einer Felswand der Steilhänge im Wald. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. Was genau hast du in den Sternen gesehen? Du hast gewisse Ereignisse vorausgesehen, bevor sich unsere Wege kreuzten. Welche denn? Die Ankunft eines Fremden, die Bedrohung durch einen Feind und die Rückkehr eines alten Freundes. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass ihr die Fremden, die Wilderer der Feind, und die alten Freunde, die Schnatzer sind. Ich sah auch zwei Orte, die damit verbunden sind. Die Höhle mit dem Mondstein und den Steinkreis, welcher in Mondlicht getaucht war. Woher weißt du, dass das Symbol zu den Schnatzern führt? Was macht dich so sicher, dass das Symbol zu den Schnatzern führt? Ich bin nicht sicher. Doch so stand es in den Sternen. Das Schicksal nimmt seinen Lauf wie vorgesehen. Ich bin nur ein Bote. Das Glück ist uns wohl heute hold. Dass du mir ein Symbol zeigst, dessen Ursprung ich erkenne, ist kein Zufall, sondern Schicksal. Suchen wir die Schnatzer. Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Gute Idee. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Okay, aktualisiert sich das Ganze noch, oder? Anscheinend nicht. Nein, gar nichts.
Okay, dann gehen wir mal nach Hogwarts. Ah, okay, da sollen wir schon zur Kartenkammer. Ich gucke jetzt nochmal in die Aufträge. Nö, da haben wir erstmal nichts, aber vielleicht werden ja auch hier die Schätze irgendwo angezeigt. Da ist nochmal ein Treffen. Ah, da können wir mit Poppy dann nochmal sprechen. Da sollen wir hin. Nur haben wir den Auftrag irgendwie noch nicht. Ich weiß auch nicht warum. Und tschüss. 10 Straßenköter bräuchten wir noch für die Herausforderung. Einfach unglaublich. Hallo, da bist du ja. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Siehst du das Symbol über dem Eingang? Die Mondkälber am Steinkreis haben das Gleiche gemacht. Natürlich deutete Doran das an, aber es da zu sehen... Könnten die Schnatzer wirklich hier versteckt sein? Finden wir es raus. Doran wartet weiter vorne auf uns. Dann lass uns gehen. Kannst du das gehen wir mal. Echte Schnatzer. Ich bin froh, dass wir den Wilderern wohl einen Schritt voraus sind. Ja, anscheinend. Seltsam, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Sie hat eine ganze Menge. Und wir haben Doran auf unserer Seite. Selbst wenn die Wilderer auf diesen Ort stoßen, sind wir bis dahin längst weg. Ah, dieses Rätsel hier, genau. Da sind wir nicht weitergekommen, als wir hier waren. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Doran. Keineswegs. Andererseits bin ich nicht der, der euch erwartet. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Gewiss. Gut. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Und was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Finde heraus, wie du in die Ruinen gelangst. Tja, das ist die Frage. Wir haben 2 Säulen, beziehungsweise 2 Kreise. Wir können das Ganze verschieben. Ich denke, der muss auf den Mondstein gerichtet sein. Ah, da hinten leuchtet was. Guck mal. Gucken wir mal hier nach hinten. Okay, das ist jetzt verschwunden. Dort leuchtet der Stern. Das wäre der hier. Ach, guck mal, und der leuchtet. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ja, das kann sein. Den mal hier hinstellen. Jetzt leuchten die beiden da hinten. Ah, okay, die werden angeleuchtet. Und wir sollen den anleuchten und den nach hinten. Das passt ja schon mal. Dann ziehen wir den hier nochmal ein bisschen weiter. Der müsste dann hier so auf die Ecke. So.
Also die beiden leuchten jetzt. Ah, der ist ein bisschen anders. Da ist noch ein Punkt drin. Dann müssen wir den hier anleuchten. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ein bisschen vertan. Das war's. Da, Doran. Ja, sehr schön. Ich nehme an, wir alle wissen, was dahinter liegt. Und jetzt muss ich euch verlassen, fürchte ich. Vorerst. Jedenfalls. Vorerst. Wir gucken uns um. Du kommst nicht mit rein? Wenn die Schnatzer hier sind, wird die Herde sich selbst von der Wahrheit überzeugen wollen. Vor allem Alec. Geht ohne mich. Ich werde zurückkehren, sobald ich... Revelio! Okay. Wir gehen ohne ihn. Der goldene Hochsitz. Na, mal sehen, ob wir hier die Schnatzer finden. Revelio. Confringo! Das sind alles Tierdies. Dieser Ort muss zu ihrem Schutz entstanden sein. Sie hatten nichts zu befürchten. Wie ja, kommst du darauf? Die unserer Lager fühlten sich immer so erdrückend an. Dieses Gefühl so viele war überwältigend. Du kennst das Arbeitszimmer meiner Oma nicht. Hier spüre ich nur Sicherheit und Ruhe. Das Gegenteil von einem wilderer Lager. In der Tat. So, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. In der Hoffnung, dass wir an alle versteckten Kisten kommen. Revelio. Hier liegt ein bisschen Gold rum. So, wie kommen wir da hoch? Ach hier. Den müssen wir runterziehen. Okay. Da müssen wir uns doch wieder ein bisschen umändern. Von den Zaubern her. Revelio. Große quadratische Teppiche. Confringo. Na, vielleicht gehen wir erstmal hier entlang. Bevor wir den anderen Weg nehmen. Da bräuchten wir Lumos. Oder vielleicht geht es auch so schon. Nee. Ah ja, doch. Jetzt haben wir es angezündet. Revelio. Wer auch immer das hier erbaut hat, hat gerne gelesen. Und die Bücher handeln alle von Tierwesen. Das wäre was für deine Oma. Und wie? Ich kann es kaum erwarten, ihr davon zu erzählen. Schön, das haben wir entdeckt. Komm, trink! Und dann kommen wir auch schon in den nächsten Bereich. Ich wette, dass das nicht wirklich eine Sackgasse ist. Aber wie kommen wir weiter? Ja, natürlich hier. Wir packen den erstmal hier hin. Weil hier geht es eh nicht weiter. Und dann können wir mal gucken, was da oben so los ist. Ah ja. Den bräuchten wir dann wiederum dort hinten. Wie kommen wir denn an den ran? Lass uns erstmal gucken hier mit Lumos, damit wir ein bisschen mehr sehen. Oh, da ist er.
Wingardium Leviosa. Perfekt. Machen wir erst den. Oh, sorry. Gratio. Und dann den. Incendio. Und schon öffnen sich die drei Tore. Natürlich. Wie clever. Revelio. Sieh das an. Sieht mir aus wie eine Arena. Was war das? Nicht Doran. So viele Stimmen. Nein. Okay, das war schon. Und wir kriegen Hilfe. Verdammt. Okay, wir brauchen Trank. Ist auch gar keiner mehr. Ich glaube, das waren alle. Seid ihr unverlässt? Ich wollte zu. Ach hier. Uns geht's gut, aber wärst du nicht rechtzeitig gekommen? Ich hab sie hergeführt, Doran. Du hast mit uns gegen deine Art gekämpft. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Jetzt glaube ich, was Doran hier sagt. Sie sind es, die ich sah, Alec. Beende deine Arbeit hier, Bruder. Noch nicht alles, was du vorhergesehen hast, ist geschehen. Okay. So, dort vorn sollen wir das Tor aufsperren. Wir gucken uns natürlich vorher nochmal um, damit wir auch wirklich alles entdeckt haben. Ein bisschen Gold sammeln wir noch. Mega Powertränke sind auch schon wieder voll. Okay, ich denke, dann können wir weitergehen. Okay, Leute, und den Rest schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und ich bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.